Ach hallo, seid ihr auch wieder da? Hallo und willkommen zu XCOM 2. Wir befinden uns in der Avenger und... ja, haben in der letzten Folge eigentlich einen tollen Einsatz abgeliefert. Beziehungsweise unsere Soldaten haben das getan. So, dann schauen wir uns mal eben den Avatar-Fortschritt an hier. Der müsste jetzt um 3 zurückgehen. Gute Arbeit, Commander. Durch den Sieg über dieses unbekannte Wesen haben unsere Truppen erneut ihre Entschlossenheit bewiesen. Hoffentlich kann ihr Team die Verbindung dieses Wesens zum Avatar-Projekt aufklären. Alien-Legierung und Illyrium-Kristalle. Ist ja schön und gut, aber wir sind eigentlich hier am Kontakt herstellen gerade. Da machen wir einfach auch direkt weiter. Wobei ich mal eben noch in den Testbereich will eigentlich. Die Ghost-Rüstung für Drag bauen. Beziehungsweise gucken, ob wir dafür die Materialien haben. Geistanzug, genau. 50 Vorräte, die haben wir sogar noch. Alien-Legierungen und Kristalle haben wir auch noch. Damit haben wir einen Geistanzug fertig und keine... Dings mehr. Ich habe vergessen, den War-Anzug mitzunehmen in der letzten Folge. Fällt mir gerade auf. Schade. Jo. Wir haben den Kontakt zu den lokalen Widerstandstruppen in dieser Region hergestellt, Commander. Wir können jetzt zu den vom Kodex erlangten Koordinaten vorrücken. Das ist auch der Plan. Zunächst aber einmal zum Schwarzmarkt. Ein paar PKS-Module mitnehmen. Mutonleiche und Berserkerleiche. 2 können wir denen mal geben. Okay. Und schauen. Was haben wir? Überragende Beweglichkeit. Und überragende Geschwindigkeit. Ah, sind beide nicht so. So superklasse. Na, nehmen wir sie trotzdem mal mit. Und schauen mal, ob wir die vernünftig verteilen können. So, Alien-Legierung haben wir noch, Kodex sind Koordinaten. Jetzt müssen wir einmal schauen, wie es um unsere Soldaten bestellt ist. Ich würde eigentlich schon gerne unsere besten Leute mitnehmen. Wieder mal. Wieder mal, wieder mal. Ich meine, doppelte Scharfschützenkombination verliere ich natürlich einiges an Möglichkeiten, an Soldaten, die ich mitnehmen kann. Okay, wir nehmen erst den... Ah ja, Psi-Labor, was? Müssen wir sie jetzt schon wieder hier ausrüsten? Ah ne, sie ist aktuell, glaube ich, verletzt, deswegen können wir Nessie gerade nicht wieder reinpacken. Okay, bedeutet einmal hier nach Alien-Wracks scannen. Das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Ja, 46 Informationen haben wir vom Datenpad. Dann haben wir noch die Torwächter-Autopsie und weitere Datenpad-Entschlüsselungen. Dann machen wir die Torwächter-Autopsie mal. Diese Spezies, die als Torwächter bezeichnet wird, scheint über erstaunliche Psi-Kraft zu verfügen. Wie bei den anderen biomechanischen Einheiten der Aliens, wird es eine Weile dauern, ihre Systeme zu entschlüsseln. Macht ja nix. So, dann haben wir wenigstens was zu tun. Die Tatsache, dass wir trotz aller Bemühungen des Kodex, uns den Zugriff aufs Advent-Netzwerk zu verwehren, einen Satz an Koordinaten extrahieren konnten, die auf ein sonst unbewohntes Gebiet verweisen, weckt meinen Ehrgeiz. Die Aliens halten uns auf Trab, so oder so. Nessie ist 2 Tage verwundet, in Ordnung, aber es steht ja eh unten rechts, unten links, wenn jemand da wieder auf dem Damm ist. Kleiner Durchbruch, ja, von mir aus. Oh nein. Wir machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Jo, kein Ding. Schädelauswertung ist fertig. Wir haben keine neuen Projekte, aber macht nichts.
Hallo, Commander. Damit sollte Viv jetzt über außergewöhnliche Hackfähigkeiten verfügen. Neue Befehle, Commander? Ja, ich will auch zu den Gebäuden. Die sind hier. Und im Ziellabor ist, genau, Standhalten, Ausbildung. Sehr, sehr schön. Dann scannen wir weiter. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die ungewöhnliche Erscheinung dieser Kreatur direkt mit ihrer außergewöhnlichen Psi-Begabung zu tun hat. Die Aliens haben immer irgendeinen Grund für ihr Handeln, so verdreht er auch in der Regel sein mag. Okay, Alien-Psi-Verstärker. Wäre also wieder ein klasse Objekt. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Wir haben keinen Torwächterpanzer. Wie kommen wir denn da dran? Ach, wir hatten einen für die Autopsie und den haben wir jetzt verbraucht. Das heißt, wir brauchen noch einen. Gut. Mit der nächsten Lieferung werden wir dann auch noch den Alien-Psi-Verstärker und die Fusionsklinge herstellen. Gefechtsscanner ist Quatsch. Wir haben unser Scan-Protokoll. Auch hiervon brauchen wir nichts mehr. Sehr schön. Und ich bin echt traurig, dass wir nicht mehr Soldaten mitnehmen können, weil es so viele verschiedene Talente an Soldaten gibt. Ah ja. Kodex, Elite-Lanzenträger, Elite-Soldat, Elite-Offizier, Elite-Schildträger, Torwächter und Sektoid. Nur der Kodex ist für Leela interessant. Der Torwächter ist da relativ egal. Setze Kurs auf den chilenischen Kontrollbezirk. Durch den Sektoiden würde ich dann gerne Nessie mitnehmen. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. So. Also, Drak hat uns schon öfter den Arsch gerettet, ohne den wären wir in der letzten Mission auch aufgeschmissen gewesen. Atala ist Sanitäterin, sie muss dabei sein. Wir haben keinen Mac, wir haben nur den Codex. Also nehmen wir Nessie mit. Welche Schwierigkeit? Schwer. Dann nehmen wir Buster mit und Shiro. Beide können sich jetzt... Genau, und Gary nehmen wir noch mit. Beide können sich jetzt bewähren hier. Okay. Haben wir was anderes für dich? Na, ich weiß nicht. Okay, also. Grenadier, Gary. Wir haben nichts an... Ja, stark gepanzert haben wir, also nehmen wir die Säurebombe mit. Und die Brandbombe nehme ich auch mit. Die Brandbombe... Die Gasbombe macht 4 bis 5, hat einen höheren Radius als die Plasmagranate. Okay. Lassen wir so. Und geben auch dir die Suchgeschosse mit, damit du besser triffst. Denn damit ist dann auch das Entfernen von Rüstung etwas wahrscheinlicher. Du hast die Gefahrgutweste und die Annäherungsmine, ist die Frage, brauchst du das? Ist die Frage. Ja, obwohl, nein, ich würde dir schon lieber die Annäherungsmine mitgeben. Brauchst du die Gefahrgutweste? Ich gebe dir mal die Drachengeschosse mit. Imitationsgerät ist hier schon gut angebracht. Basta. Genau, Basta kriegt die Stasisweste. Shiro kriegt die Gefahrgutweste. Dann... Wir geben Shiro eine Plasmagranate mit, damit er sich den Weg freisprengen kann. Ja, wir könnten Buster entweder die Krallengeschosse mitgeben oder eine Gasbombe. Ich gebe ihm mal eine Gasbombe mit. Denke ich. Und dann sind wir auch eigentlich schon fertig.
Okay. Let's go. Skyranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Dann lasst uns starten. Befördern eine wichtige VIP an Bord eines Advent-Transporters durch das Gebiet. Das Ziel ist so wichtig, dass der Sprecher uns gebeten hat, einzugreifen. Wir sollen die VIP gefangen nehmen oder ausschalten. Sichern Sie das Gebiet und neutralisieren Sie den feindlichen Widerstand. In Ordnung. Werden wir tun? Feindliche VIP gefangen oder ausschalten. Okay. Wir versuchen sie natürlich zu fangen, wie immer. Menace 1-5, Zielort bestätigt. Sofort angreifen. Eliminieren Sie alle Feinde. Nee, das ist nicht der Plan. Da hast du was missverstanden, lieber Bradford. Ich habe hier eben rote Leisten gesehen. Okay. Wir haben Drak. Ja, ich habe ihm seine Rüstung nicht gegeben. Ich bin so doof. Kletterhaken! Okay. Lieber Feuerschutz. Heißt, wir können erstmal vorrücken. Nähere mich der Zielposition. Würde ich sagen. Dort haben wir einen Zivilisten, da müssen wir natürlich aufpassen. Position bestätigt. Auch wenn der Zivilist natürlich ziemlich dumm ist, wenn er das so nicht sieht. Begebe mich zur Zielposition. Ja, dann bringen wir Shiro zusammen mit Buster hier vorne in Stellung, damit die beiden auch schön vorne eine feindliche Patrouille agieren können. Oh, okay. Wenn die sich bewegen, könnte das schlecht für uns sein. Aber wir sehen sie sowieso nicht. Doch, wir sehen da oben den Lanzenträger. Okay. Bin schon unterwegs. Aber die Patrouille da oben sollte mir eigentlich egal sein. Ich will ja dahin und dann nach rechts. Also die kann ich ja eigentlich sogar ignorieren. Gebe Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Und du noch? Bin dabei. So, okay. Auf dem Dach da drüben sehen wir auch soweit nichts, ne? Ah, der Kletterhaken ist leider außer Betrieb. Das ist natürlich jetzt dumm. Dann belassen wir ihn erst einmal da oben. Verstanden, bin unterwegs. Sieht nach feindlichen Einheiten aus. Ja. Bei der VIP sind natürlich Leute zum Geleitschutz. Na, nee, Shiro, du musst auch noch hier in Deckung bleiben. In der nächsten Runde könntest du eventuell mit dem Schwert reinlaufen. Ziel VIP in Sicherheit. Menace 1-5, Zielidentität bestätigt. Müssen wir mal schauen. Kommt Gary nah genug ran für eine Aktion mit Brandbomben? Ja, aber wir treffen nicht alle. Da war nämlich noch ein Dritter, den sehe ich jetzt aber nicht mehr. Was schlecht ist. Schon unterwegs. Also rückst du bis hier vor. Atala auch. Verstanden. Rücke ab. Verstanden. Halte die Augen auf nichts. Bitte Feuerschutz.
Bestätigt. Auch Drak bleibt im normalen Feuerschutz und Spurte los. Nessie holen wir auch hinterher. Frage. Ja, nee, Nessie ist nicht nah genug dran für eine Beherrschung. Ja, und je nachdem, wo die hinlaufen, sind auch unsere Ranger nicht in Position, um mit dem Schwert reinzuhauen. Ich habe auch die PKS nicht verteilt. Was ist denn los mit mir? Okay. Hier haben wir eine Brandbombe. Warum wird der nicht markiert da? Der sollte markiert werden. Nein, sollte er nicht. Das ist natürlich jetzt mies. Säurebombe ist dann wahrscheinlich besser. Nein, auch nicht. So vielleicht. Ja, da müssen wir die Säurebombe nehmen. Die Sache ist die... das ist bei dem eh besser. Säure geht nicht überall hin, sondern lässt sich von Hindernissen aufhalten. Anders als eine Plasmagranate. Okay. Hier würde ich fast sagen, hier sollte Drakeos Abschusszone ausreichen, um die alle an mir kommt niemand vorbei zu vernichten. Wobei, der hier... Bisschen Offizier, ne? Der Offizier ist was stärker. Setzen wir Atala noch in den Feuerschutz. Sie hat das Deckungsfeuer. Und verwenden jetzt die Säurebombe auf dieser Seite. Natürlich so, dass der VIP nichts passiert. Hoffentlich. So sollte es passen. Jawohl. Deckung ist aufgeflogen. Bewegt euch jetzt bitte. Sehr schön, vergiftet, 9 Schaden. Leider daneben, Atala. Dafür jagst du gleich den LKW in die Luft. Der ist weg. Und der ist auch weg. Nicht schlecht. Schon blöd, so angegangen zu werden, nicht wahr? Na komm, Shiro wollte doch unbedingt. Dann lassen wir Shiro doch jetzt auch mal... Wobei, das ist schon sehr riskant eigentlich, ne? Das ist schon sehr riskant. Shiro hat noch nicht die Fähigkeiten dafür. Du hast leider nur das Unterstützungsfeuer. Nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Aber eine Sache könnten wir auch noch probieren. 95% Beherrschung, aber das ist auch Quatsch. Wir machen das Seelenfeuer. Ich bin in deinem Kopf. Der ist ja schon quasi fast tot. So geht's auch. Na, was sagt ihr dazu? So. Die VIP muss ich mitnehmen und muss ich die... Ach, die muss ich ja tragen, ne? Richtig. Oh. Und los geht's. Wir gehen gerade mal gucken. Oh. Okay. Wir haben unseren Trupp gefunden. Ja, eher doof. Ich hätte es mir fast denken können. Du hast eine Gasbombe. Hätte ich von dir gerne den Sturm und Schuss, damit du aus der Gefahrenzone rauskommst. Ich glaube, ich ziehe dich aber tatsächlich nach hier vorne. Jetzt komme ich. Ja, da ist die VIP. Das ist ja gut und schön, aber das interessiert mich jetzt gerade nicht.
Und einmal eine Gasbombe. Vier Schaden und beide vergiftet. Sehr schön. Gary hat auch noch einen Schuss. Wir werden den Lanzenträger mit Unterstützungsfeuer belegen. Der wird sich nämlich bewegen müssen. Ziel wird festgenagelt. Shiro hätte die Chance. Er würde auch nicht vergiftet werden. Let's go. Sehr nice. Steht damit auch in Deckung, das war mir wichtig. Vergiftet einen Schaden. Muss sich jetzt bewegen. Der Codex teleportiert sich nach hier unten. Flankiert Nessie. Und benutzt seinen leeren Wirbel. Deaktiviert zwei Waffen. Lanzenträger schießt, trifft aber nicht. Okay. Codex, 70% Gedankenkontrolle. Der Codex hat einen hohen Willen. Der Codex hat einen hohen Willen. Shiro ist auch von dem Codex flankiert, wenn ich das richtig sehe. Hier sind wir leider vergiftet. Okay. Legen wir endlich los. Dann versucht ihn mal abzuräumen. Ja, das hat nicht funktioniert. Nee, das hat nicht funktioniert. Das stimmt. Aber der müsste aufgrund der Vergiftung ja trotzdem sterben, nicht wahr? So, jetzt haben wir dann noch unseren guten Shiro. Welcher hier... einen schönen Schwerthieb hätte. Die 6 bis 8 Schaden sind aber nicht so gewaltig. Er macht hier 7 bis 9, das ist auch nicht viel besser. Aber wenn wir Drag mit den blitzschnellen Händen verwenden... ja, das reicht nicht. Und er klont sich jetzt, genau. Einmal hier hinten rein. Aber dann können wir den verbleibenden Codex-Rest zumindest mit dem Schwert... nein, nicht den. Den hier bitte. Wir kämen sogar an den da hinten ran, das wäre mir aber nicht so recht. Gerne von hier einmal mit dem Schwert ausschalten, bitte. Feind terminiert. Jawohl. Dann ziehen wir Atala hier raus. Wo ist die Evakuierungszone? Da oben. Da oben. Wir haben ja einiges kaputt gemacht, fällt mir gerade mal so auf. Endlich. Einmal hier raus. Und nachladen. Bereit für den Angriff. Drak ist auch noch da. Gary haben wir noch. Auch der muss jetzt natürlich schauen, dass er Munition bekommt. Alles im grünen Bereich. So. Drag würde ich gerne weiterziehen. Ich meine, wir könnten den Elite-Lanzenträger jetzt umnieten, aber das wäre irgendwie ziemlich Quatsch. Also gehen wir einfach in den Distanzschutz.
Nessie ebenfalls. Feuerschutz. Ja, genau, das war nämlich das, was ich mir dachte. Ach, guck mal an. Sektoid ausgeschaltet. Super Drack. Das war echt gut. Da hinten haben wir jemanden mit 6 Rüstungen und 20 Leben. Torwächter. Hallo. Und den Kodex haben wir noch. Den habe ich vergessen. Richtig, der Kodex ist noch da. Trifft aber nicht. Ich bin hier festgenagelt. Ich koche hier schon. Ja, ich mache das Feuer gleich weg. Keine Sorge. So. Drak hat nur den Schuss auf den Kodex, nicht auf den Torwächter, weil er sich so blöd da hinten verschanzt hat. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Nessie. Wie schaut's aus? Du hast nur den Kodex. Hat er immer noch den gleichen Willen wie eben? Ja, hat er. Gehen wir mal vor. Das kann ich machen. Dort haben wir den Torwächter. Wir hätten Stasis. 60%, das ist sehr wenig. Ich möchte den Torwächter einmal per Stasis... festhalten. Einmal Schwerthieb bitte. Ach, komm schon. Dann streift er den nur. Nicht so gut, nicht so gut. So, der Torwächter tut einem gerade ja gar nichts. Also Buster, ich hätte dich eigentlich schon gerne in Schwertreichweite für den Sektoiden da drüben. Ich würde dich aber, glaube ich, lieber hier in Stellung bringen, wo du in der Nähe von Nessie bist. Damit sie dich vor eventuellen gedankenmanipulierenden Sachen schützen kann. Gary muss auf jeden Fall in Stellung gebracht werden, um in der nächsten Runde den Torwächter einzuheizen. Und ab geht's. Dann haben wir noch Drak und Atala. Atala sollte sich weit genug bewegen können, um den Sektoiden noch flankieren zu können. Und den Rest schauen wir uns dann aber erst in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.